Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir schon angefangen, Fürst Vivek zu helfen. Und in dieser Folge, ja, müssen wir damit weitermachen quasi. Wir müssen einmal mit Erzkanoniker Tavos sprechen. Da werde ich jetzt mal eben schnell hinreiten. Wir waren bei Faldas Zahn, als Kallik versuchte, ein Portal ins Reich des Vergessens zu öffnen. Das ist ganz toll. Warum erzählt er mir das? Keiner weiß warum. So, hier können wir natürlich wieder die Sachen einsammeln, wo ich das letzte Mal eigentlich gedacht hatte, dass ich die alle hätte klauen müssen. So, Hallöchen. Ich habe das Ritual unzählige Male durchgeführt und bisher ist es noch nie in die Hose gegangen. Wenn ich herausfinde, dass ihr die Hellsicht sabotiert habt. Nein. Ich sollte mein Scheitern nicht an euch auslassen. Es ist nicht euer Fehler, dass die Dinge schwierig sind. Mit schwierig meint ihr Fürst Viveks verschwindende Macht? Woher wisst ihr von... Fürst Vivek hat es euch gesagt? Natürlich hat er das. Das ist sein Recht, schätze ich. Doch ihr müsst schwören, dass ihr es geheim haltet. In den Straßen würde Panik ausbrechen, wenn die Leute glauben würden, dass ein Teil des Tribunals außer Gefecht ist. Fürst Vivek meinte, ihr bräuchtet vielleicht Hilfe bei der Untersuchung des Problems. Das stimmt. Ich bin bei rein an die Schreibstube gebundenen Unterfangen wesentlich besser als bei der Arbeit im Feld. Und das Ritual war kein vollkommener Fehlschlag. Es hat drei Orte aus meinen früheren Studien noch einmal bestätigt. Balmora, Aldrun und Barilsars Turm. Ihr müsst jeden dieser Orte untersuchen. Erzählt mir mehr über die Orte, bevor ich aufbreche. Ich habe mit allen hier in Vivek verfügbaren Mitteln so gut nachgeforscht, wie ich nur konnte. Um mehr zu erfahren, brauche ich einen Agenten, der jeden Ort persönlich in Augenschein nehmen kann. Fürst Vivek glaubt, ihr seid die Beste für diese Aufgabe. Hoffentlich hat er recht. Könnt ihr mir etwas über Barilsars Turm sagen? Ich glaube, der Magier, den wir beim Ritual gesehen haben, war Barilsar. Er arbeitet von einem uralten Veloti-Turm aus. Seine Experimente geben eine Energie ab, die der von Viveks Leiden ähnelt. Ganz deckungsgleich sind sie allerdings nicht. Findet heraus, was er über die Übertragung von göttlicher Energie weiß. Was könnt ihr mir über Balmora erzählen? Das Haus Redoran kontrolliert das Dorf und die Minen in der Nähe. Aber das Haus Hlalu hat ebenfalls Interesse an der Region. Gerüchte über einen Kult in der Gegend machen mir am meisten Sorgen. Ich glaube, wir haben während des Rituals einen Kultisten gesehen. Stellt diskrete Nachforschungen an und findet heraus, was ihr könnt. Über welche Art von Kult sprechen wir? Ich habe keine Ahnung. Deshalb schicken wir euch. Ich schlage vor, ihr fangt im Gasthaus an. Dort kommen nicht nur die Humpen auf den Tisch, sondern auch so manches Geheimnis. Die Minenarbeiter könnten auch etwas wissen. Ich habe gehört, dass das Haus Redoran irgendeine Bekanntmachung ausgegeben hat. Was wisst ihr über Aldrun? Wilde Aschländer, wie jene, die ich in der Vision gesehen habe, nutzen dieses Gebiet als Stammestreffpunkt. Diese nomadischen Ketzer bestreiten die Göttlichkeit des Tribunals und haben nichts für Vivek übrig. Doch wie sie an dieser Sache beteiligt sein könnten, ist mir schleierhaft. Seht nach, was ihr aufdecken könnt. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Ich habe Spuren von Viveks Energie an diese Orte zurückverfolgt und das Ritual hat die Verbindung bestätigt, ehe es fehlschlug. Sprecht aber bloß mit niemandem über Fürst Viveks Leiden. Wir wollen nicht, dass eine Panik ausbricht. Falls sich hier etwas ändert, melde ich mich bei euch. Sehr wohl. Dann schauen wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Weil das Problem ist natürlich, dass ich hier noch nichts freigeschaltet habe, aber die Orte teilweise sehr weit weg sind. Also hier unten rechts ist der Turm, den wir brauchen. Hier oben ist Balmora und ich weiß jetzt gar nicht, was das letzte war, wo wir noch hin sollten. Aber ich sehe es auch gerade nicht auf der Karte. Also das sind auf jeden Fall die zwei Punkte, wo wir hin müssen. Da würde ich sagen, dass ich mich erstmal aufmache. Ich kann auch gar nicht mehr reden heute. Nach Balmora und dass wir uns dann gleich dort wiedersehen. Fremdländerin, ich habe einen Vorschlag für euch.
Ja, das ist schön für dich. Ich wollte aber eigentlich gerade sagen, dass wir jetzt angekommen sind. Ich denke mal, das war jetzt wieder eine neue Quest. Ich fasse es nicht. Unfassbar, dass Fürst Vivek heute keine Anbeter empfängt. Er ist ein lebendiger Gott. Ich bin mir sicher, er war nur beschäftigt. Wir hätten länger warten sollen. Ich weiß, aber wir werden nicht jünger. Wir kriegen schon noch die Gelegenheit, ihn zu sehen. Vivek ist ja nicht so weit weg, weißt du? Darf ich mich jetzt endlich mal um die Story kümmern? Wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, die Bekanntmachung des Hauses, ob das jetzt tatsächlich noch damit zusammenhängt. Steht nur, sammelt Informationen. Es ist aber die Hauptstory, also nehme ich das jetzt mal an. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Ah ja, okay, eine von drei Informationen. Na gut, dann kommen wir hier hoch oder ist das... Nein, natürlich ist das eine Sackgasse. Schauen wir mal, wo wir hier noch Informationen herbekommen. Er sagt mir aber, ich soll hier hoch. Aber hier oben komme ich nicht weiter. Na toll. Ah, ich liebe es, wenn das Ganze so präzise ist. Schauen wir mal hier unten, ob wir da noch an irgendwas rankommen. Ich weiß ja nicht, ob jetzt hier nur Zettel hängen oder... Jetzt bin ich aber schon wieder außerhalb von dem Bereich, ja? Minenarbeiter, Tiefe. Sammelt Informationen. Sprecht mit der Schankmaid. Okay, das gehört anscheinend auch zur Quest. Du bist das. Ich liebe neue Gesichter. Eine Weile lang waren es immer nur die gleichen alten Minenarbeiter und ab und zu ein fahrender Händler. Dachte schon, Karellon müsste diesen Laden dicht machen. Schau mich einer an, wie ich euch die Ohren abkaue. Was bekommt ihr? Habt ihr irgendeine Ahnung, warum es nur wenige Besucher gab? Zunächst dachte ich, es wären die üblichen Hausstreitigkeiten. Auseinandersetzungen zwischen Redoran und Lalu können ganz schön hitzig werden. Dann dachte ich mir, dass vielleicht die Aschländer die Leute abgeschreckt haben. Aber nach dieser Bekanntmachung... Nein, ich möchte mit einer Fremden lieber nicht darüber sprechen. Vielleicht, wenn ich euch für eure Mühen bezahlen würde? Ich mag die Farbe eures Goldes, Fremdländerin. Unter uns gesagt, ich habe gehört, dass die Hauswache die Erzmine von Schuld geschlossen hat. Irgendwas von wegen gewalttätiger Kultisten, die Minenarbeiter angegriffen und alles dort übernommen haben. Sie haben sogar den Gruppenführer, habe ich zumindest gehört. Okay, dann müssen wir jetzt den Gruppenführer finden. Ich dachte eigentlich, hier liegt noch ein Buch direkt in der Nähe rum, aber da müssen wir dann wohl später nochmal schauen. So, den finden wir rechts in der Nähe vom Turm. Nee, Moment. Ach, die haben das wieder... Oh, Leute. Ich hasse es, wenn das dann immer weg ist. So, hier ist der Gruppenführer. Aber da oben war auch noch was. Bei den Aldruhen. Da ist nämlich der dritte Punkt, wo wir noch hin müssen. Aber wir gehen erstmal hier unten hin. Ich bin direkt hinter euch, Partnerin. Aha. Das war, wenn ich das jetzt... richtig sehe, in der Richtung. Ne? Das war ja unterhalb von... Dummer Hund! Was ist geschehen? Lass mich mal sehen. Ich wollte ihn nur streicheln. Der verdammte Hund hat mich gebissen. Ja! Lasst ihn in Ruhe. Irgendetwas ist komisch an diesem Hund. Wie, irgendwas ist komisch an dem Hund? Hat er Tollwut? Ihr solltet nicht hier sein. Habt ihr nicht die Bekanntmachung des Hauses Redoran gelesen? Ich sollte selbst nicht hier sein, aber einige meiner Minenarbeiter sind immer noch da drin. Könnt ihr mir erzählen, was in der Mine geschehen ist? Brutale Kultisten sind in unsere Mine eingedrungen. Sie tauchten auf und übernahmen einfach alles. Meine Leute sitzen in der Falle. Ich bin da kein Fachmann, aber es sah aus, als ob die Kultisten sich auf die Durchführung eines Rituals vorbereiten würden, bevor der Aschländer sie unterbrochen hat. Warum glaubt ihr, dass die Kultisten ein Ritual durchführen wollten? Wahrscheinlich, weil ich einen habe sagen hören, mit diesem Ritual beschwören wir eine mystische Waffe herauf und erhalten die Macht eines Gottes. Oder sowas in der Art. Passt auf. Ich habe nur versucht, mich und meine Minenarbeiter da rauszuschaffen, als der Aschländer aufgetaucht ist. Ein Aschländer unterbrach die Kultisten?
Nun, ich habe zwar keinen Aschländer gesehen, aber ich hörte einen Kultisten schreien, Aschländerdieb, das ist unsere mystische Waffe. Das ist kein genaues Zitat, aber ihr versteht schon, was ich meine. Was danach geschehen ist, weiß ich nicht. Ich war damit beschäftigt, nicht zu sterben. Was für eine Mine gibt es denn in Schalk? Früher war es eine Erzmine und wir hoffen, dass man sie wieder in Betrieb nehmen kann. Meine Mannschaft war gerade da drinnen und bereitete den Minenbetrieb vor, als die Kultisten angriffen. So wie die Sache läuft, müssen wir vielleicht einfach noch eine weitere Mine für Quama-Eier daraus machen. Ich werde in die Mine gehen und sehen, was ich herausfinden kann. Im Ernst? Das ist schrecklich mutig von euch. Wenn ihr meine Minenarbeiter seht, dann sagt ihnen, dass sie ihren Arsch hier rausbewegen sollen. Ich werde so lange warten, wie ich kann, oder bis ich Schreie höre. Dann gehe ich nach Balmora und versuche, Hilfe aufzutreiben. Viel Glück da drinnen. Na, ich hoffe, mein Kampfesgeschrei ist nicht zu laut. Wir wollen ja nicht, dass er unnötig Hilfe holt. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier und wir müssen geradeaus. Rucksack ist immer gut. Meine Rotixilanten. Ach du Schande. Okay, das könnt ihr euch gerne durchlesen. Da. Hallo. Kurz das Werfen. Halt mich! Nö. Ich töte dich lieber. Oh, hi. Wer bist du denn? Kann ich mit dir reden? Ihr seht nicht wie eine dieser verrückten Kultisten aus. Und ihr seid sicher auch keine Minenarbeiterin. Also bei Viveks heiligen Nasenhaaren. Wer zum Vergessen seid ihr? Ehrlich gesagt hat Fürst Vivek mich geschickt, um nachzusehen, was die Kultisten vorhaben. Wirklich? Dann vergesst bitte alles, was ich über das pfauenhafte Gehabe seiner Heiligkeit gesagt habe. Sie sind irgendwelche dädrischen Kultisten. Sie führen Rituale durch, um eine göttliche Macht anzurufen oder irgend so einen Unsinn. Zumindest haben sie das getan, bis die Aschländer aufgetaucht sind. Aschländer? Die Wilden sind einfach in die tieferen Kammern hineingeplatzt. Sie schienen sogar alles über den Geheimgang zu wissen und so. Sie haben die Relikte gestohlen, vor denen die Kultisten predigten, und sind danach in die Hügel gerannt. Zufälligerweise will ich auch genau dorthin, sobald es sicher ist, von hier aufzubrechen. Ja, ich würde sagen, dann komm mit. So, achso, ich muss nur da durch. Ich habe ein Ritual, ich stehe nicht aus. Noch mehr Liebe, haltet sie auf! Lauf doch nicht weg, du stirbst doch sowieso. Vorausgesetzt, sie könnte denn mal treffen. Ich ziele 4-5 Mal immer auf die gleiche Stelle und die ganze Zeit trifft sie daneben. Da muss ich hoch. So, sprecht mit dem Gruppenführer. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier unten nicht raus darf, aber ich soll den gleichen Weg wieder zurücknehmen. Warum auch immer. So. Laufen wir halt den gleichen Weg wieder zurück. So. Wo ist er? Da ist er. Habt ihr gefunden, wonach ihr in der Mine gesucht hattet? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mich mit meinem Kontakt besprechen. Natürlich. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Ich glaube, ich werde noch ein wenig länger warten, um zu sehen, ob einige meiner Minenarbeiter den Kultisten entkommen konnten. Viel Glück auf eurer Mission, was immer sie auch sein mag. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, in der Hoffnung, dass das nicht all... Och, ich drücke aber auch immer auf die rechte Maustaste, wenn ich hier eigentlich reinzoomen will. In der Hoffnung, dass das nicht allzu lange dauert, das wollte ich eigentlich gesagt haben. Ich mache mich mal eben hier oben zum Zielort auf
Und dann sehen wir uns gleich dort wieder. So, Ziel Nummer 2. Ich verlange, meinen Bruder zu sehen. Legt Hand an mich und ihr verliert sie. Ihr da, das Revier des Rotexils sollte man nicht leichtfertig bereisen. Kein Thema. Ich habe hier einen Auftrag. Aschländer respektierten einander früher. Sie halfen einander. So wie sie mich behandelt haben, würde man meinen, sie wären Wölfe von den Häusern. Oder Hunde vom Tribunal. Wo wir gerade vom Tribunal sprechen, an euch haftet noch der Hundegeruch. Ich frage mich, warum das so ist. Ich gehe für Fürst Vivek einer Sache nach. Fürst Vivek, ja? Und ich dachte, das Tribunal würde sich nur darum scheren, Denkmäler an seine eigene Größe zu errichten. Schön, dass sich einer von ihnen darum schert, was jenseits ihrer Grenzen vor sich geht. Nun, vielleicht können wir einander helfen, Fremdländerin. Welche Art von Hilfe braucht ihr denn? Aschländer sind Nomaden. Doch wir versammeln uns an heiligen Stätten, um Handel zu treiben, uns auszutauschen und die Vergangenheit zu ehren. Aldrun ist ein solcher Ort. Deshalb hat Chodala das Rotexil hierher eingeladen. Aber die Ausgestoßenen lassen mich nicht in ihr Lager. Ich muss meinen Bruder finden. Wer ist euer Bruder? Mein Bruder Chodala ist der Ashkan unseres Stammes. Und ich bin seine Botschafterin. Ich fungiere als Mittlerin zwischen den Stämmen. Chodala will die Dunmer vereinen und die Ära der streitenden Häuser ruhig und sicher zu Ende bringen. Er hofft, dass die Stämme ihm folgen werden. Was soll ich also tun? Reist ins Lager des Rotexils und findet meinen Bruder. Wenn ihr ihn dort nicht findet, versucht herauszufinden, was er dort wollte und wohin er aufgebrochen ist. Hütet euch vor den Ausgestoßenen. Wie ihr gesehen habt, werden sie nicht zögern, ohne Grund oder Provokation anzugreifen. Euer Bruder herrscht über die Aschländerstämme? Nein, nur über unseren Stamm, die Oshilaku. Aber er wird von den meisten anderen Aschländern für seine Weisheit und seine Willensstärke geachtet. Er hofft allerdings, die Stämme für ein gemeinsames Ziel zu vereinen. Das ist einer der Gründe, warum wir uns hier in Aldrun versammelt haben. Erzählt mir mehr über Chodala. Mein Bruder und ich haben stets daran gearbeitet, unserem Stamm zu helfen und das Los aller Aschländer zu bessern. Früher glaubte er, man könne das mit friedlichen Verhandlungen schaffen. Doch in letzter Zeit haben sich die Dinge etwas verändert. Er ist fast, als ob... Was zum Beispiel? Nein, das ist nichts, worüber ich mit Außenseitern sprechen möchte. Vielleicht, nachdem ihr bewiesen habt, dass ihr des Vertrauens würdig und auch bereit seid, uns zu helfen, dann können wir nähere Einzelheiten über meinen Bruder besprechen. Vielleicht. Ihr sagtet, Chodala will die Stimme vereinen. Habt ihr vor, in den Krieg zu ziehen? Das ist nicht unser Ziel, aber die Stämme werden sich verteidigen, wenn es nötig wird. Nein, wir hoffen, eine geeinte Front bilden zu können, um den Häusern zu zeigen, wie töricht der Weg ist, dem sie folgen. Sich von unseren Vorfahren und Götterahnen abzuwenden, hat sie schwach gemacht. Erzählt mir mehr über die Rotexilanten. Das Rotexil? Sie sind gewalttätige, gefährliche Aschländer, die aus ihren Stämmen verbannt wurden und sich zu einem eigenen Stamm zusammengeschlossen haben. Chodala hat sie zu der Versammlung eingeladen und ging dann in ihr Lager, um mit ihnen zu reden. Aber er ist schon zu lange weg. Ich mache mir Sorgen. Ihr meint, ich muss mich durch das ganze Lager kämpfen? Wie ihr gesehen habt, liegt die Feindseligkeit dem Rotexil im Blut. Wir sind zum Verhandeln hier, aber sie sind kaum mehr als Diebe und Mörder. Wenn sie euch in ihrem Lager entdecken, werdet ihr euch verteidigen müssen. Es ist bedauerlich, aber sie lassen euch keine Wahl. Na gut, das war... Ich muss erstmal hier das Ding wegnehmen. Ich kann ja gar nichts mehr sehen. So, das war hier oben, meine ich. Dann machen wir mal... Na gut, der sieht mich sowieso hier, ne? Oh, geh bloß keinen Millimeter weiter. Ich weiß, dass der in einem der Zelte war. So geht's auch. So, hier finden wir auf jeden Fall noch einen Hinweis. Notizen zum Treffen mit Chodala, Nerevarine und Träger von Sunara. Zusammengestellt von Schreiber Darkin.
Kund-Ut größte Ashkan Shodala während Gulakhan Yus Zashten und Nibapur der Feuerspucker zusahen. Shodala zeigte keinerlei Furcht und brachte Kund-Ut gegenüber den Respekt auf, der einen des Stammes Verstoßenen zukommt. Wir hatten ihn für seine Zwecke einen kleinen Kriegstrupp des Rotexils unterstellt. Doch nun war er hier, um über langfristige Abkommen zu verhandeln. Shodala leitete die Zusammenkunft ein, indem er seine Pläne für die Vereinigung der Stämme darlegte, wobei er betonte, dass auch die Rotexilanten in seiner Vision einen Platz hätten. Kund-Ut verlangte zu erfahren, weshalb die Rotexilanten auch nur in Betracht ziehen sollte, zu den Stämmen zurückzukehren, die sie einst verbanden. Shodala schien ehrlich über die Frage nachzudenken, bevor er antwortete: Wenn ihr Aschländer seid und unser Blut, lässt uns die Nähe zueinander suchen. Daraufhin demonstrierte Shodala die Macht des Stabes, bei dessen Beschaffung unser Kriegstrupp ihn unterstützt hatte. Er nannte den Stab Sunara. Sunara gewährte mir die Kraft des Gottes, sagte Shodala und berührte mit der Spitze des Stabes einen Stein, der im selben Moment wie eine Eierschale zersprang. Kund-Ut befahl seinen Champion Kulakhan Yus Zashten, eine gotteslästerlichen Ashkan in seine Schranken zu weisen. Doch ganz gleich, wie oft sie mit dem Schwert zuschlug, es berührte nicht ein einziges Mal auch nur Shodalas Fleisch. Was seid ihr für eine Kreatur, verlangte Kund-Ut zu wissen. Ich bin der Nerevarine, rief Shodala aus, und Kund-Ut Gulakhan Yus Zashten und Nibapur knieten vor ihm nieder. Die Rotexilanten, sollten meine Vollstrecker sein und, oh Gott, Yus Zashten, mein Champion, verkündete Shodala. Bereitet euch auf meine Rückkehr vor. Ich habe viel Arbeit für euch. Ganz ehrlich, ich möchte die Leute gerne irgendwo einsperren, die diese ganzen Namen erfunden haben. Worin geht ihr, Nerevarine? Fragte Kund-Ut. Ich brauche Zeit, um über meine nächsten Schritte zu meditieren, antwortete Shodala. Dann werde ich mich mit der Weissagerin Dofrosi treffen, um meinen Anspruch als Nerevarine zu bestätigen. Shodala verließ sie und Gulakhan Yus Zashten ging mit ihm und das Treffen war beendet. Oh Gott, ich werde euch nie wieder irgendetwas vorlesen. Also... Ich dachte, das ist jetzt nur ein kleiner Hinweis oder so, aber nein. Eieiei, sprech mit ihr. Okay, sprech mit ihr. Achso, das ist der Turm, ich wollte gerade sagen. Das Bittergrün ist halb gar. Ja, jetzt sind die hier zu zweit, das ist natürlich doof. So geht's auch. Hi. Ihr scheint euren Besuch im Lager des Rotexils überlebt zu haben. Habt ihr meinen Bruder gefunden? Nein, aber ich habe diese Aufzeichnung seines Treffens mit dem Anführer des Rotexils gefunden. Falls ihr irgendwas entziffern könnt, könnt ihr mir das vielleicht übersetzen. Interessant. Ich hätte nie gedacht, dass die Verbanden diszipliniert genug wären, um solche Aufzeichnungen zu führen. Oh nein. Ich kann kaum glauben, dass mein Bruder so... dreist ist. Er bezeichnete sich selbst als den Nerevarine. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass Shodala sich wirklich verändert hat. Angesichts seiner neu gefundenen Kräfte und seines wachsenden Ehrgeizes fürchte ich seine Pläne für die Stämme. Ich schätze, ihr habt ein Recht zu wissen, wovon ich da spreche. Nehmt das hier. Ich habe es in den Besitztümern meines Bruders gefunden. Noch eine Schriftrolle? Hat Shodala das geschrieben? Shodala ist draußen in der Wildnis auf eine neue Kraft gestoßen und sie hat seine Sicht der Welt verändert. Darüber schreibt er in diesem Dokument. Jetzt glaubt er, der Nerevarine zu sein und stachelt die Stämme immer weiter an, während ich versuche, sie davon abzuhalten, voreilig zu handeln. Was ist denn der Nerevarine? Ihr wisst das nicht? Ich dachte... Nein, ihr seid keine Aschländerin und die Hauselfen sprechen nur selten über derlei Dinge. Vor langer Zeit gab es einen Helden namens Nereva. Er kämpfte an der Seite des Tribunals, ehe sie von sich behaupteten, Götter zu sein, bis sie ihn verrieten.
Das Tribunal hat Nerevar verraten? So sagen es unsere Legenden. Nerevar vereinte die Chima und schmiedete eine Allianz mit den Dwemern. Er starb in der Schlacht am Roten Berg. Wir glauben, dass das Tribunal mit für seinen verfrühten Tod verantwortlich war, auch wenn Vivek das Gegenteil behauptet. Aber wie genau passt der Nerevarine in all dies hinein? Der Nerevarine ist ein Versprechen und eine Prophezeiung. Wir glauben, dass Nerevar durch die Macht Azuras zurückkehren wird, um alle Dunmar zu vereinen, Häuser wie Aschländer, um Morrowind zu wahrer Größe zu führen. Der wiederkehrende Nerevar wird Nerevarine genannt werden. Ihr glaubt nicht an Shodalas Behauptung? Auch wenn man die Prophezeiung des Nerevarine als Ende des Tribunals deuten kann, habe ich sie immer als eine Vorhersage von Hoffnung und Frieden gesehen. Doch Shodala und einigen Aschländern wie dem Rotexil ist der Krieg lieber. Das ist nicht der Nerevarine, an den ich glaube. Ihr glaubt, dass Shodala einen Krieg will? Er nutzt die Worte eines Ashkans, um in seinen Anhängern düstere Vorstellungen zu säen. Vorstellungen von falschen Göttern, verlorenen Traditionen und der Notwendigkeit eines reinigenden Krieges. Seine Worte gewinnen mit jedem Tag an Gewicht. Doch ich hoffe, dass ich ihn von seinem kriegerischen Kurs abbringen kann. Erzählt mir von Shodalas neuer Kraft. Ich weiß nur, dass seine neue Kraft mir Angst macht. Shodala ist von seinem Aufenthalt in der Wildnis tatkräftiger und befehlsgewaltiger zurückgekehrt. Er war schon immer stark, doch jetzt ist er bar jeder Angst, nahezu unverwundbar und schneller als der schnellste Aschländerspeer. Was ist eurer Meinung nach die Quelle von Shodalas neuer Kraft? Shodala meint, seine neuen Fähigkeiten würden seinen Anspruch darauf, der Nerevarine zu sein, noch weiter stärken. Ich glaube, es ist der Stab, den er bei sich hat. Er hatte ihn, als er zurückkehrte, und jetzt ist er immer an seiner Seite. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich hasse diesen Stab. Er nennt ihn Sunara. Ja, viel mehr sagt sie uns jetzt leider nicht. Aber damit hätten wir quasi auch diesen Teil hier abgeschlossen. Dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt mal aufmache hier unten zum Turm. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir das in dieser Folge nicht mehr sehen werden, weil ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann unten am Turm direkt wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.